Also, Kalle, ich höre draußen Schüsse, ich kann mich konzentrieren, wir müssen es draußen aufräumen. Sicher, es geht hier mit dem Medic anzünden. Hä? Hör mal, was schießt du auf mich? Spinnst du? Wer hat dir denn ins Kopf geschießt, den Junge? Hör mal, da schießt er auf mich. Das MD ist trotzdem eine grüne Wiese. Ja, was will er auf mich schießen? Herr Mediziner, er schießt auf mich als erstes. Was soll ich denn machen? Soll ich sagen, ja, komm, schieß weiter, Bruder? Hör mal, Medic, der ist geschossen. Da haben die Kollegen drin aber auch gesehen, ne? Gucken Sie mal Ihr Gesicht an, Sie sind voller Blut. Ja, weil er... Wir bräuchten mal Unterstützung am MD. Können Sie mich bitte behandeln? Von sehr vielen Leuten hier. Und ein Herr mit einem weißen Hemd hat gerade zwei Leute niedergeschossen mit einer Shotgun. Einen! Ey, übertreib nicht. Ich hab den erschossen, der mich angeschossen hat. Wir haben wurde eingestellt. Sauber. Ja, ich hab kein Interesse, mit ihnen auf der Hochzeit zu gehen. Können Sie bitte aufhören, die Frau sexuell zu belästigen? Muss ich Gewalt anwenden? Nein, also, richtig. Lucia, die ganzen sexuelle Belästigung hier im MD müssen aufhören. Sexuelle Belästigung. Das Ding ist, du bist doch hier einer der hohen Tiere, oder? Ja, das ist mein Krankenhaus. Das ist dein Krankenhaus. Wo können wir hier unter sechs Augen reden? Kalle, komm mit. Ja, mit Kalle, komm mit. Sir, ich will nichts Böses, keine Sorge, wir wollen nur reden. Über die aktuelle MD-Situation. So, für Lungen stören hat jemand ein bisschen Geld für mich. Piss dich. Frau Kollege, wie heißen Sie, Sir? Ich muss sagen, Sie sehen übrigens sehr, sehr schick aus. Also wirklich. Mashallah. Dankeschön, ja. Mein Name ist Chris Prime. Chris Prime. Chris, wie Twitch Prime? Chris, pass auf, guck mal. Wir müssen über die sexuelle Belästigung im MD sprechen. Mhm. Das möchtest du wahrscheinlich als Leitung auch nicht dulden. Natürlich nicht. Wie können wir die sexuelle Belästigung der Frauen hier irgendwie, sag ich mal, mindern? Also, die sexuelle Belästigung geht ja von den Zivilisten bzw. den Bürgern zum größten Teil aus. Hm. Weshalb es nicht im Aufgabenbereich des Medical Departments liegt, die zu unterbinden, sondern das ist Aufgabe des PDs und des FIBs und den restlichen Staatsbehörden, weil sexuelle Belästigung ist eine Straftat. Und wir sind ja ein Krankenhaus und keine Polizeiwache. Hm. Deswegen ist es nicht unsere Aufgabe, die Tätigkeiten der Bürger zu unterbinden. Hm. Aber für krankenhausinterne Belästigung unter Mitarbeitern werden natürlich hart sanktioniert bzw. fristlos gekündigt. Ja. Deswegen ist es weder unser Aufgabenbereich, noch haben wir die Macht, da irgendwas zu tun. Ich kann ja schwer jemanden verhaften. Ja, aber schauen Sie. Wenn, es ist ja aktuell schwierig, sage ich mal, jemanden zu verhaften, weil so viel Stress im MD ist. Also sag mal, ist ja wirklich immer Full House hier. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist denn, wenn Sie intern jemanden, also wenn es immer, sage ich mal, eine Leitstelle gibt, sage ich mal, die vorne an der Rezeption steht. Die ist dafür verantwortlich, sage ich mal, die Leute entgegenzunehmen, wenn Leute, aktuell ist der wirklich so, die kommen reingelaufen, schmeißen den hin, jemand wiederbelebt den und dann ist das Thema schon erledigt. Da ist natürlich auch das Feeling, sag ich mal, auf der Insel ist so, ja, ne, man kann mal mehr Stress anfangen, weil die Mediziner leisten eh so gute Arbeit, die pumpen eh 24/7 durch. Aber wenn sie jetzt anfangen würden, sag ich mal, so eine Leitstelle einzuführen, die dann da an der Rezeption steht, das heißt, jemand hat einen dabei, der trägt den vor mir aus, die können ja so ein Dokument fertig machen, sag ich mal, wo man kommt an die Rezeption, man sagt, hey, ich heiße Kevin Bangers, ich habe hier dabei und der muss behandelt werden. Dann fragt die Rezeption, was passiert und dann trägt sie das Dokument ein, Numero 1, Kevin Bangers, das ist passiert. Dann klärt sie dann hier mit Mediziner ab, ja, bitte kommen Sie in den Raum, blablabla, da wird derjenige dann behandelt. Und wenn die Behandlung dann richtig durchgezogen wird, dann dauert das auch mal schon mal 3, 4, 5 Minuten, anstatt irgendwie 10 Sekunden. Und ich glaube, dann wird sich das ganze Klima auf der Insel auch verändern, dass die Leute wissen, scheiße, das dauert hier auch ein bisschen in dem Medical Center. Das ist tatsächlich ein guter Einfall, da bin ich tatsächlich noch nicht drauf gekommen, das kann ich auch einmal vermerken, dass jemand eine Behandlung mindestens 5 Minuten durchziehen muss. Wenn man draußen geschossen, ja, Kalle, da komm. Wir gleich, ja, wir sind weiter, ne? Wir werden wieder gerufen draußen, ja. Wir nur Ballereien am MD, gibt gar nicht. Ey, Opa, aufpassen, ne? Hinter dir was bricht. Was ist denn hier los, Kalle? Immer? Oh, noch wie von der Karre. Fahrzeug, ja, komm. Du willst echt, dass die Klaue. Komm, fahr von den Cops. So, wer schießt noch hier auf wen? Ich weiß es selber. Eieiei. Hauf es auf, wen müssen wir gehen? Der da vorne, der hier, ne? Ich glaube schon. Müssen wir auf die Reifen ja, schießen. Ja, der hier. Wir sind die Medical Rangers. Die sind somit festgenommen. Oha, tschau. Gute Arbeit. Officer, nächstes Mal müssen Sie, Sie können nicht alleine gegen ihn draufgehen. Rufen Sie nächstes Mal einfach die Medical Rangers. Oh. Hör mal. Medical Ranger? Sollen wir das einspielen, Digga? Medical Rangers? Dann können wir auch am MD aufpassen, weißt du? Marcel, meine. Mach mal ready jetzt hier. Digga, nee, fass mal Medical Rangers ready. Stell dir mal vor, so 30 Mann, die nur dafür verantwortlich sind, dass es sicher im MD ist. Ich schwöre dir, ohne Witz. Einfach hier rumfahren und wenn einer hier Bellerei ist vom Cops und so, helfen wir den Cops. Genau, wir dürfen keine Einsätze einnehmen, wir dürfen nur spontan helfen. Darum heißt es Medical Rangers. Ich muss sagen, hier am MD fühle ich mich wirklich wohl. Sag dir auch. Also ich weiß nicht, hey, Kalle, aber ich hab... schon wieder, ne? Jetzt rein, alles klar. Wir haben es ja gesagt, Digga. Erstmal schon auf die Reifen. So. So, Kollege. Stehen bleibe! Stehen bleibe!
Herr Officer, hör mal, der hier, wir haben ein Riesenproblem mit den Kollegen hier, wirklich. Meine Fresse, ja, der rammt hier die Leute, beleidigt hier am MD. Wir sind Medical Rangers, wir haben den Auftrag hier, das MD wieder sauber zu halten, dass er nicht mehr rumgeballert wird, dass Scheiße läuft. Also, der hat gerade zwei Leute überfahren. Ich werde sie jetzt sofort festnehmen, ich werde sie jetzt mit zum PD nehmen. Ist halt Beleidigung, ich weiß, was das ist, ne? Ist halt Beleidigung. Und halt, wir haben ihm mehrfach einen Platzverweis gegeben, der hört einfach nicht auf. Okay, perfekt. Schnell zu unserem Auto, Kollege. Ey, ohne Scheiß, Karl, ich sag ehrlich, ich fühle die Medical Rangers, oder? Hat schon was, Digga. Ich sag dir ehrlich, das geht ab. Eigentlich müssten wir auch Zugriff zum FAB dann haben, ne? Hier müssten wir ausparken können und unsere Waffen holen dürfen und dann hier sauber halten. Naja, das ist doch easy. Was ist unser Aufgabenbereich? Also eigentlich nur rund um das MD sauber alles halten. Gar nicht woanders. Wenn woanders ist, dann, wenn wir so einfach irgendwo hinfahren zum Kiosk oder so und wir sehen auf einmal, ey, da ist Stress, dann helfen wir mit. Aber eigentlich ist unser Aufgabenbereich nur MD sauber halten. Dass die Leute wissen, okay, nicht mehr. Nur wenn der Octagon ausgerufen wird, dann sind wir auch dazu verpflichtet. Ja, genau. Ne? Ey, guck mal, allein der hier, weißt du, direkt erschießen. Einmal rechts ranfahren. Was haben wir gemacht? Ja, immer sie fahren hier mit 100 km/h da rein, einmal rechts ranfahren. Lassen Sie in Ruhe, Junge. Alles klar, der hat einen gedroppt. Sollen wir, Was willst du? Einmal stehen bleiben oder wir öffnen das Feuer. Alles klar. Einer ist down. Der Fahrer ist down. Hab den. Ja, die sind alle down, sehr gut. Da, FAB. Hier, alle. Alle haben geballert, alle haben Langwaffen kontrolliert. Alle. Hier hinten auch. Der Medic hat eine Langwaffe. Wir sind keine Medics, wir sind Medical Rangers, hat die Schnauze jetzt. Der hat eine Langwaffe, der weiß. Hallo. Bruder, ich bin Medical Ranger, das sind meine Einsatzwaffen, du Idiot. Ja, cool, hilf mich, du hast eine Langwaffe. Ja, dann verpiss dich doch mal jetzt. Wer bist du überhaupt? Verpiss dich mal, hier ist ein Einsatzort, Mann. Der hat eine Langwaffe, Alter, wie machen sie was? Hör mal. Hören Sie auf zu Thesen. Wir sind dafür verantwortlich, dass im MD Sicherheit ist und die sind damit 100 durchgebrannt, haben drei Leute überfahren. Da wollten wir stehen bleiben, damit halt FAB oder Cops halt was machen können. Mhm. Auf einmal ballern die auf uns. Okay, alles klar. Und die haben wirklich alle geballert. Gucken Sie nach. Okay. Langwaffen, alles da. Sind Sie Mediziner da? Medical Ranger. Haben Sie es gelernt, wissen Sie, wie man Leute wiederbelebt? Haben Sie dazu einen Kurs gelegt? Nein. Würden Sie mir einen Gefallen tun und vielleicht kurz ein Medical? Wir kennen das. Ey, unser Auto wurde geklaut, ja. Das ist so. Unser Auto ist weg. Egal, lass uns hochlaufen. Ja, wohl neues. Wir holen Medics, alles klar. Oh, Digga, Medical Rangers, ne, das ist einfach. Ich habe meine Berufung gefunden, Bruder, sag ich dir ehrlich. Ohne Scheiß, Karl, es hat als Spaß angefangen. Aber ich fühle das gerade voll, weil MD ist halt einfach so Hotspot der Insel. Ist einfach so. MD ist wirklich Gang War und Bubble Park fusioniert. Ist halt wirklich so, ne? Und das Ding ist, Mediziner sind immer am Start direkt, wenn uns was passiert ist. Wir brauchen dich. Wir sind Medical Ranger, wir brauchen dich schnell. Komm kurz mit. Komm mit. Zum FAB. Weißt du, wenn du die Medics auf deiner Seite hast, Digga, dann hast du die Welt auf deiner Seite. Müssen wir mal im Rang 12 absprechen wegen Medical Rangers, sag ich dir ehrlich. Ich bin auch dafür, ne? Also ich finde, die Medizinerinnen sollten auch freitragen. Ehrlich. Ich dachte, wir sollen nicht alles machen. Was ist denn hier passiert? Digga, hier ist ein Einsatzort. Hallo, hier ist ein Einsatzort. Entfernen Sie sich. Meine Verrichtung. Direkt die Hände hoch. Haben Sie Schmerzen? Direkt die Hände hoch. Oh, guck mal, der wollte die Frau. Sehen Sie? Schon wieder Sexualbelästigung. Schon wieder. Ich denke mal. Unglaublich. Wer ist er eigentlich? Das passt leid hier, Digga. Der ist in Öffentlichkeit und dann in den Arschloch rein. Hör mal, die haben auch viel, ne? Die haben Langwaffen besitzt. Die wollten uns töten. Mit 100 in MD, Digga. Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, ganz in Ruhe. Warum sind in der Behandlung? Ja, kein Problem, können Sie machen. Das haben die mir zugesteckt. Die meinten, es soll zugeschickt. Flossen über den Kopf! So, ich muss hier immer voll euch festnehmen. Ja, die Behandlung. Ja, sie kriegen die Behandlung. Ich muss hier immer. Ich durchsuche sie mir ganz kurz auf den Boden. Behandlungen mache ich gleich. Oh, der Herr! Der haben mich dazu gezwungen. So, Bruder, es hat sich ausgebrudert, Herz, ne? Dann hat es nicht ganz so geklappt. So, die Medical Ranger, vielen Dank für Ihre Arbeit. Ey, Jungs, jetzt, aber guck mal, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie auf jeden Fall die ordentlich einbuchen. Ja, natürlich. Alles klar, sauber. Ruhigen Dienst. Komm, wir brauchen ein neues Medic-Fahrzeug. Ey, Kalle, sei ehrlich, fühlst du so? Sag mal wirklich ehrlich, fühlst du es oder fühlst du es? Ey, ich sag dir ehrlich, das ist geil. Medical ist so genau der perfekte Zwischenraum zwischen FAB und Cops. Ey, ich sag dir ehrlich. Weil FAB-Cops machen so, die beschützen den Staat. Wir beschützen nur das MD. Ja, das reicht doch vollkommen aus. Ne? Da hast du genügend zu tun, aber dein Hotspot. Ich sag, der Scheiß auf Bank. Bank ist eben ein Leichenscheiß, ne? Ja. MD ist immer was anderes. Kannst du uns bitte ein Medic-Fahrzeug auspacken?
für was? Wir sind Medical Rangers und wir sind jetzt dafür beauftragt worden, dass wir das MD hier sauber halten. Das heißt, wir fahren immer so ein bisschen um das MD herum und sobald jemand hier rumballert oder so, rufen wir den sofort. Prime selber, ja. Vom Rang selber. Was? Ey, pass mal auf, weiß, was 13 und 3 nicht. Genau, jetzt sind Prime geredet. Ja. Der Prime hat auch im D-Punkt gerade die Umfrage gemacht bezüglich dem Leitstelle. Auch von mir. Deswegen, wir wollen das MD jetzt verbessern. Wir brauchen nur ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Warte, ich rufe kurz. Sag mal, guck mal, haben wir nicht gesagt, wir machen dir heute was klar? So, wir lügen dich ja nicht an, weißt du, das ist ja, wir sind auf deiner Seite. Aber ganz kurz, Kevin, guck mal, haben wir nicht gesagt, wir machen dir heute den Job fertig? Ja. Haben wir unser Wort gehalten? Ja, dann muss ich mein Wort wohl auch halten. So sieht's aus. Kevin, du musst auch später auf ein Date mit ihr, ne? Das weißt du. Ja, aber erstmal musst du arbeiten. Erstmal arbeiten. Wir kriegen das schon hin. Hast du ihre Nummer? Nee. Nein, ich kann ihnen meine Nummer gerne geben. Ja, natürlich. Ich erreiche den Prime nicht. Ist er nicht mehr da? Ey, ich glaube, der ist wieder schlafen. Ach, der schlafen. Herr Benger. So, komm mal hier, Kollege. Wir brauchen ein Medic-Fahrzeug. Kommst du mit? Was ist denn passiert? Genau. Herr Benger, Kollegen und zu baggern. Was? Ja, eben. So, wenn Sie kein medizinisches Anliegen haben, verpissen Sie sich. Ey, halt mal die Fresse hier, du kleiner Passalacke. Ich bin hier Doktor, ja? Also, pass auf, wenn du nicht mal einen Stock hast. Die Schnauze, verpiss dich, wer bist du denn, Alter? Was bist du denn für ein Trottel, Alter? Was ist denn für ein Loser? Ich werde Ihnen jetzt einen Platzverweis im MD versprechen. Ach, funktioniert? So was nochmal passiert, ja? Dann werden wir das PD hinzufügen. Komm, Bruder, komm. Was denn? Komm. Wir brauchen einmal Fahrzeug. Wofür brauchen wir jetzt ein Fahrzeug? Ich habe Ihnen jetzt einen Platzverweis hier auf das ganze MD-Gebiet, ja? Wie ist dein Dienst? Wie ist 89? Weil die meine Kollegen belästigen. Hä, wen belästigen wir denn? Bist du dumm? Sie hat ihre Nummer freiwillig gegeben. Sie hat ihre Nummer freiwillig gegeben. Ja, hör auf zu schreien. Wir sind hier nicht im Kindergarten, ja? So, danke schön. Hä? Deswegen habe ich noch 2-3 Storys übrig, also kein Problem. Wer bist du? 89. Wie war 89, dein Dienst? Ja, ey. Wie war dein Dienst? Ja, 96. Kannst du 96. Gerne haben und Maske runter, ja? Du bist hier nicht Maske. Im Kindergarten, ja. Alter. Und gut, nicht gut, im Zirkus, das ist, ja? Ja, das ist nicht das letzte Mal, dass du alle am Morgen. Ja, so. Hör auf zu schreien. Wenn du rein willst, geh auf Lavo oder so, Digga. Du bist im Krankenhaus und nicht in deinem scheiß Kindergarten. Ja, weil ich was haben wollte, Roy, ne? Ich bitte dich jetzt auch mal ein bisschen runterzufahren. Mach mal den Schlüssel und rein. Du kleiner Hund, Digga. Jetzt beruhigt euch mal. Er ist voll die F***er, Alter. Er ist ein richtiges F***er. Nee, Digga. Warum kümmert sich der Prime? Das ist gar kein ja, hoffentlich, Digga. Wo ist der Prime? Prime würdest du nicht kümmern, Junge. Da kannst du einen auch lassen. Yo, Chat. Wie findet ihr Medical Ranger? Also, wie fandet ihr das MP bis jetzt hier so vom MD? Ehrliche Meinung, wie... Also, FAB fand ich ein bisschen boring. Also, weil... Wie sind wir drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht, Medical Ranger, Digga. Das war irgendwie so spontan auf einmal, weil wir welchen Wagen gefunden haben. Baba, oder? Ist auch eine geile Idee, oder? Medical Ranger, die nur dafür verantwortlich sind, weil auf Fast Life ist halt das MD das Herz der Insel. Da ist immer was los, immer Stress. Und Medical Rangers sind dann PD und FIB in einem, die nur dafür verantwortlich sind, vor dem MD dafür zu sorgen, dass es keinen Stress gibt.